willkommen wieder bei der Fortuna Academy. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zum Thema Zähne beim Pferd. Also, ganz wichtiges Thema. Leider Gottes habe ich in all den Jahren so viele Pferde angetroffen, die wirklich katastrophale Zähne haben. Und was passiert mit katastrophalen Zähnen? Nicht nur, dass es schmerzhaft ist, sondern dass das Pferd ganz viele negative Erfahrungen oftmals macht, weil der Reiter denkt, der will nicht gehen oder der bockt oder der ist widerspenstig. Grundsätzlich, Pferde sind niemals boshaft oder wollen irgendwie schlecht irgendwas dem Reiter, sondern Pferde sind Kooperations-Teamplayer sind die. Pferde sind aus ihrem Ursprung her Teamplayer. Und jetzt versetz dich doch mal in so ein Pferd. Wie wird es dir denn gehen, wenn du Schmerzen hast, im Mund oder an den Füßen oder sonst wo und jemand triezt dich irgendwo hin, und was würdest du denn machen? Du würdest schreien, ja, ein Pferd schreit halt nicht, aber du würdest dann auch versuchen auszuweichen zuerst, ne? Also das Pferd macht es ja immer, ich sag jetzt mal, in leisen Tönen. Zuerst weicht es aus, dann wird es vielleicht bockig, ja, dann, wenn es gar nicht mehr geht, kann es dann tatsächlich mal austreten oder sonstiges oder buckeln. Das Pferd ist wirklich ein Teamplayer. Dementsprechend achte drauf, wenn mal irgendwas sein sollte, dass das Pferd nicht dahin laufen will oder sich nicht biegen möchte oder irgendwie verspannt läuft oder. Es hat immer eine Ursache. Und das Pferd ist nicht widerspenstig und es ist kein dummer Gaul und es ist kein schlechtes Pferd, sondern das Pferd hat ein Problem, was es dir damit kommunizieren möchte. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie es dir kommunizieren kann. Es kann nicht sagen, hey, du da oben, aua, oder da, aua, oder schreit oder sonstiges, sondern es kann nur sagen, mit meiner Körperhaltung kann ich dir nur zeigen, dass es gerade nicht funktioniert. Bitte hör mir zu. Also, zum Thema Zuhören. Schon mit jungen Jahren, das heißt, je früher und das spätestens vor der Arbeit mit einem Pferd. Das heißt, im besten Falle wird das Pferd so mit 4 so oder 3, ne, fängt man ja an, dann am Halfter zu führen. Mit 4 fängt man dann an, über intensivere Bodenarbeit zu sprechen, um dann mit 5 das Pferd einzureiten. Wunschvorstellung? Nein, ist es nicht. Also, warum ich diese Skala von den Jahren jetzt hier mal bewusst nenne, ist, ihr müsst euch mal die Anatomie des Pferdes anschauen. Warum sage ich circa 5 Anreiten? Weil das Pferd vorher das gar nicht anders kompensieren kann von der Anatomie her. Wir sprechen noch von Wachstumsfugen, das gibt es noch ein anderes Video dazu. Aber die Wachstumsfugen, die sind bei den meisten Pferden, die jetzt schon mit 3, 4 eingeritten sind, noch gar nicht. So, was passiert damit? Ja, ein viel zu junges Pferd, was noch gar nicht richtig gearbeitet worden ist oder ausbalanciert ist, wird mit einem Reitergewicht belastet, wozu das Pferd ja noch gar nicht in der Lage ist. Und jetzt schweife ich gerade ab. Das machen wir beim Exkurs-Thema. Also, Zähne sollten schon im frühesten Alter kontrolliert werden. Wenn du ein Kind hast beispielsweise, gehst du ja auch schon ganz früh mit dem zum Zahnarzt. Warum nicht mit dem Pferd? Ein Pferd kann aufgrund seiner Haltung und seiner Kauffähigkeiten und dann später auch anhand des Gebisses oder des gebisslosen Reitens, kann es ganz starke Schmerzen entwickeln, wenn die Zähne nicht in Ordnung sind. Zähne können Kanten entwickeln, Zähne können Fehlstellungen entwickeln, Zähne, wie beim Menschen, viele, viele Möglichkeiten, um Schmerzen zu erzeugen. Und deswegen bitte ich euch, spätestens bevor ihr ein Pferd anreitet oder mit dem in die Arbeit geht, ja, jetzt mal altersunabhängig, also vor 5, sage ich jetzt mal, ja, ist der Dentist ein Spezialist, wirklich ein Spezialist für Zähne und nicht irgendein allgemeiner Tierarzt oder sonstiger, ein Spezialist, der nur Zähne macht und das richtige Equipment dafür hat, der ist anzurufen und zu sagen, bitte komm mindestens einmal im Jahr und schau dir die Zähne meines Pferdes an. Und das Pferde leben lang. Also nicht nur einmal und dann lange nichts, sondern jedes Jahr, weil sich immer mal was verändern kann. Immer.
du gehst ja auch einmal im Jahr zum Zahnarzt im besten Fall oder mindestens, ne? So. Also einmal im Jahr Zähne gucken lassen, dann habt ihr schon mal zwei Themen ausgeschlossen. Einmal das Thema, dass im Zahnbereich irgendwas wehtun kann beim Reiten und zweitens das Thema Magen und Verdauung, denn wenn schon im Mund und da fängt die Verdauung oder im Maul, da fängt die Verdauung nämlich schon an, die Zähne in Ordnung sind, dann kann man den Verdauungsapparat weitergehend bei bester Fütterung und Haltung natürlich gesund erhalten. Also, mein Tipp, je früher der Zahnarzt, der Dentist kommt, desto besser und einmal im Jahr ist das Mindestmaß. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, gerne unter www.fortuna-academy.de, da kannst du dich auch in den Newsletter eintragen und du bekommst natürlich immer regelmäßig tolle Tipps oder auch Angebote von mir, immer mal so kleine Gimmicks zu den tollen Feiertagen. Und ich freue mich natürlich, wenn du mich hier abonnierst, bei YouTube und auf Instagram noch folgst. Da gibt es natürlich auch immer ein paar andere Separés, die dir bestimmt gefallen. Ich wünsche dir und deinem Pferd ganz viel Freude und bei allem, was du tust, Erfolg. Tschüss!